Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich kann nicht mehr dein bester Freund sein, so wie früher. Weißt du noch? Ohne mich wolltest du nichts essen. Am ersten Schultag war ich mit dabei. Ich war immer da, wenn du krank warst. Du konntest nicht aufhören, mit mir zu spielen. Ja, ich erinnere mich. Deine Mutter hat mich verletzt, aber sie wollte es nicht. Du weißt es. Ich weiß, du wünschst dir, sie hätte diese Krankheit nicht. Du wünschst dir, dass alles so ist wie früher. Aber das ist es nicht. Es ist eine schwere Krankheit. Nicht die einzige schwere, aber eine sehr schwere. Sie kann ihren Körper nicht kontrollieren. Sie kann ihr Verhalten nicht kontrollieren. Sie kann nicht ausdrücken, wie sehr sie dich liebt. Und manchmal kann sie nicht verstehen, wie du dich fühlst. Es ist nicht deine Schuld. Es ist nicht ihre Schuld. Niemand ist schuld. Es ist eine Krankheit. Wir sollten uns nicht dafür schämen. Es ist etwas Natürliches. Es passiert einfach. Deine Mutter ist wie eine Puppe, die nicht mehr funktioniert. Deshalb braucht sie Pflege. Wie ich. Etwa 10 von 100.000 Menschen sind von der Huntington-Krankheit betroffen. Die Huntington-Krankheit ist eine schwere, erblich bedingte, neurodegenerative Erkrankung, die Wesensveränderungen, kognitive Probleme und unwillkürliche Bewegungen verursacht. Menschen, die von der Huntington-Krankheit betroffen sind, verlieren unwiderruflich ihre Unabhängigkeit. Kinder müssen sich oft um das betroffene Elternteil kümmern. Dieser Film ist diesen Kindern gewidmet.